Hallo Leute, herzlich willkommen zur Busfahrschule OE. Wenn ihr wissen wollt, was man dazu braucht, um Busführerschein zu machen, dann bleibt dran, Leute. So, ich gehe davon aus, ihr habt schon eine Fahrschule gefunden, wo ihr euch anmelden werdet. Ihr habt da auch schon alles besichtigt. Fahrlehrer ist in Ordnung, Fahrschule ist in Ordnung. Und für diejenigen, die eben halt noch nicht so weit sind, ihr könnt aus diesen Videos lernen, wie euer Weg zum Erreichen des Busführerscheins ist und sein wird. Weil es sind gesetzliche Bestimmungen, die kann nicht der OE, nicht der Fahrschule Europa einfach für sich selber einfach mal so Gesetze machen. Diese Gesetze sind festgelegt, Abläufe. Als erstes, ihr benötigt erstmal einen Sehtest. So, wenn ihr den Sehtest gemacht habt, erfolgreich gemacht habt, wenn ihr ein bisschen Sehschwäche habt, ist nicht schlimm, dann kriegt ihr eben halt eine Brille. Zum Zweiten geht es dann weiter, dann braucht ihr eine ärztliche Untersuchung, ob ihr auch körperlich fit seid, ob ihr in der Lage seid, überhaupt einen Bus oder beziehungsweise bei PKW fängt das ja auch schon an, durchzuführen, belastbar seid und solche Geschichten. Und dann natürlich kommt noch dieses Mindestalter, PKW-Voraussetzungen, wisst ihr ja schon, es gibt mittlerweile begleitetes Fahren kann man schon mit 16,5 sich in der Fahrschule anmelden, so viel ich weiß. Und mit 17 die Prüfung ablegen. Und so hat man schon ein Jahr, bis man 18 ist, begleitetes Fahren. Da kann man auch mehrere Personen, die auch schon 4 Jahre, glaube ich, oder 5 Jahre Führerschein haben und, glaube ich, 25 Jahre alt sein müssen. Aber da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ich glaube, so in dieser Art war das. Und dann könnt ihr mit 21 den Busführerschein machen. So viel ich weiß, da könnte man jetzt die Fahrschule Europa natürlich dann wieder den Fahrlehrer Önder mal fragen, ob das tatsächlich bei einer Ausbildung, wenn man jetzt mit 17 eine Ausbildung hat oder mit 18, 19, 20, 21, das wären ja 3 Jahre und dann die Prüfung, ob der PKW-Führerschein auch in diesem Paket dann noch mit drin ist. Das weiß ich noch nicht, aber ich mache mich mal schlau. Worüber ich mich mal schlau gemacht habe, beziehungsweise durch meine Anregung hier, werdet Busfahrer, Leute, haben sich doch tatsächlich welche hier auch bei uns in der Firma gemeldet. Einen Praktikanten, den habe ich die Tage mal mit dabei zum Gucken, ein bisschen so zum Lernen, damit er mal so einen Einblick hat, was auf ihn so zukommt. Und wenn das das für ihn ist, dann können wir den als Ausbildungsberuf hier bei Fehlingreisen eben halt aufnehmen. Und dann nimmt er seinen Weg zum Berufskraftfahrer, was alles eben halt dazugehört. So, wo waren wir nochmal stehen geblieben? Wir waren, Sehtest haben wir, ärztlicher Attest haben wir, Fahrschule habt ihr schon gefunden, Mindestalter 21, das haben wir auch. So, wenn wir diese Geschichten dann haben, dann bleiben nur noch diese theoretischen Prüfungen und dann natürlich praktische. Aber um das zu machen, müsst ihr erstmal ein paar gewisse Stunden natürlich zum Unterricht. Zum Unterricht zu der Fahrschule, wo ihr euch angemeldet habt. Oder eben halt für diejenigen, die noch nicht so weit sind, hier auf Busfahrschule OE. Ich versuche so eine kleine Anleitung euch zu geben. Und für diejenigen, die schon in der Fahrschule sind, auch, Leute, ich bin kein echter Fahrlehrer oder beziehungsweise ein Ausbilder. Ich mache das just for fun, damit mehr Busfahrer eben halt sich entschließen, Busfahrer zu werden. Ich versuche so ein paar Details euch rüberzubringen. Wenn da ein paar Sachen sind, was nicht hundertprozentig stimmt, natürlich mache ich mich vorher schlau, dass ich euch nichts Falsches erzähle, aber wenn da kleine Fehler drin sind, entweder der Önder, der kann mitschreiben und mich korrigieren, oder ein anderer, der es eben halt 100% weiß, oder vielleicht auch andere Fahrlehrer, die dieses Video gucken.
So, jetzt machen wir mal weiter. Dann, wie kommen wir, wie machen wir jetzt, strukturieren wir unsere Online-Geschichte? Ich habe mir das so gedacht, mittwochs mache ich immer so kleine Videos wie jetzt, themenbezogen natürlich, und sonntags zu dem Thema, was ich mittwochs euch versuche näher zu bringen, dann die Prüfungsfragen mit euch zusammen, mit den anderen zusammen, online zu gestalten. So, dass ihr dann auch selber sagen könnt, zum Beispiel 1, 2 ist richtig oder 3 ist richtig oder alle 3 sind richtig. Und dann können wir gemeinsam das alles korrigieren. Und so lernen wir Schritt für Schritt. Wir haben ja Zeit ohne Ende. Und diejenigen, die schon so weit sind, die können natürlich dann auch zur richtigen Fahrschule gehen und sich da ausbilden lassen. So Leute, Erste Hilfe haben wir vorhin vergessen. Erste Hilfe, das ist natürlich auch Pflicht. Jeder muss seinen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Für PKW, den kleinen, und für Personenbeförderung, da gibt es dann noch ein bisschen mehr. Das kriegt ihr dann aber auch von der Fahrschule mitgeteilt, welche Termine da wahrzunehmen sind und wo ihr da hingehen könnt. Dazu fällt mir jetzt ein, um so ein bisschen Spaß in die Bude zu bekommen. Ich hatte mal so einen Film gedreht, wie man einen Erste-Hilfe-Kurs nicht machen sollte. Schaut euch mal an. Auf jeden Fall nicht so. Hey, was ist mit dir? Hey, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Schnell weglaufen. Nee, ich muss doch Erste Hilfe machen. Oh, wie war das denn noch? Mal gucken. Wie war das denn noch? Verdammt. Nee, der bewegt sich ja gar nicht. Mal gucken, ob er atmet. Atmen tut er nicht. Puls hören. Auch nicht. Ach du Scheiße, der stirbt. Der Junge stirbt. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Nochmal probieren. Vielleicht. Wie war das denn? Auf den Brust klopfen? Nee, bringt nichts. Mit Fuß? Nee, zu schwach. Aber was haben die denn gemacht, der in der Erste Hilfe? Ah, jetzt fällt mir ein. Aber wo kriege ich jetzt was her? Na, Schlüssel. Ah, das ist sein Auto. Super. So, Schlüssel passt schon mal. Laufen tut er auch. Scheiße, ey, der stirbt gleich. Der stirbt. Nicht, dass ich jetzt so überfahre, dann stirbt er erst recht. Mal gucken, ob er lebt. Ne, der ist immer noch tot. Im Kofferraum, da ist bestimmt das, was ich brauche. Ja, da sind sie. Schnell, 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 um Gottes Willen, der Junge, der stirbt. Aber wie war das denn jetzt noch? Schwarz war plus, rot war minus, ne? Nein, umgekehrt. Ja, was denn jetzt? Ah, wir machen. Rot war plus, schwarz war minus. Ja, jetzt habe ich's. So, was haben die denn erzählt nochmal? Bei. Was muss man machen? Bei 3 war das, ne? 1, 2, 3. 3. Jetzt aber. Ja, juhu, juhu, juhu. Er lebt, er lebt. Super. Komm, steh auf, Junge. Boah, danke, Mann, ey. Du hast mich gerettet. So Leute, dann gibt's erste Thema, Risikofaktor Mensch. Was versteht man darunter? Risikofaktor Mensch. Das heißt, wenn ihr am aktiv beteiligt seid im Straßenverkehr, egal ob das auf dem Fahrrad ist, egal ob das auf dem Roller ist, ihr seid unterwegs, wo ihr euch vielleicht gefährden könnt und natürlich auch andere gefährden könnt. Durch Unachtsamkeit, durch nicht vorausschauendes Fahren, nicht durch bedachtes Handeln und natürlich Alkohol. Da sind wir auch schon beim Thema Risikofaktor Mensch. Das heißt, Alkohol, Konsum, Drogen und alles, was dazugehört, was den Mensch anders denken lässt, anders handeln lässt. Darum handelt unser Thema
Aber das kann der Fahrschullehrer Önder euch besser erklären. Da lasse ich jetzt mal einen kleinen Film von ihm rüberlaufen, damit ihr mal so ein bisschen Ahnung darüber habt, was überhaupt damit gemeint ist. Ladies and Gentlemen, wir werden heute, wer ist denn heute zum ersten Mal hier überhaupt? Erstes Mal Unterricht. Einer, zwei, super. Dann noch bei mir. Das ist nicht gesund. Papa, Mama, ich hab's überlegt mit dem Führerschein. Ich mach doch in 10 Jahren hier. Wenn ich so weh tun kann, ich nehme euch beide auch nicht dran, okay? Ich werde nur dich hier dran nehmen. Kann ich anfangen? Ja? Gut. Wir werden heute über ein Thema sprechen, was relativ einfach eigentlich ist. Und zwar fangen wir an mit den Voraussetzungen. Welche Voraussetzungen müssen überhaupt gegeben sein, damit man mit dem Führerschein anfangen kann? Was für Voraussetzungen musst du mitbringen, damit du überhaupt einen Führerschein Klasse B, Klasse A, was auch immer, überhaupt machen kannst? Darüber werden wir uns heute unterhalten. Und was könnte vielleicht eventuell diese Voraussetzungen stören? Zum Beispiel Alkohol. Haben wir Alkoholiker hier, Anto? Dahin? Raus. Okay. Oder die nächste Kategorie wäre, darüber werden wir uns auch heute unterhalten, Drogen. Wer hat ein Drogenproblem? Keiner? Man kommt aus Lünen Süd? Spaß, Mann. Ich meine Garm. Auch keiner? Doch, da hinten. Du? Da war doch gestern jemand, ne? Okay, alles gut, alles gut. Darüber werden wir uns unterhalten. Und etwas, was noch viel schlimmer ist als Alkohol und Drogen oder Alkohol und Drogen zusammen. Was ist denn noch viel schlimmer als Alkohol und Drogen zusammen? Noch viel schlimmer. Kevin, du musst wissen. Ja. Tod. Vergewaltigung. Also wenn du tot bist und vergewaltigt wirst, ne? Boah, das ist eklig, aber ich glaube nicht, dass du das merkst noch. Du bist da oben, so guckst du, was der Typ mit deinem Körper macht. Das ist schon. Denkst du, ey, dein Ernst? Okay, das ist schon schlimm, das stimmt. Aber es gibt noch was Schlimmeres. Hm? Geistig behindert. Ja, mein Führerschein. Wir sind mein Thema Führerschein. Ja, natürlich. Wieso trinke ich einen Kaffee? Kaffee mit Alkohol brauche ich jetzt, wenn ich sowas höre. Also geistige Behinderung ist für dich viel schlimmer als Alkohol also, und Drogen zusammen, ja? Bei Führerschein zu machen, ist, glaube ich, eher. Allgemein betrachtet, Schnuppi, allgemein betrachtet, viel schlimmer, ja? Alkohol, Drogen und Tabletten. Tabletten? Auch schlimm, gar keine Frage. Aber was ist denn noch schlimmer? Oh, ja? Alter, der kam hier gerade mit Tod und vergewaltigt werden und du sagst, noch die Steigerung davon ist ohne Führerschein Autofahren. Halt, Brambauer fährt ohne Führerschein Auto. Ey, Brambauer, hallo, das war Spaß. Ungefähr ein Viertel fährt ohne Führerschein. Ja. Rauchen ist echt scheiße. Definitiv. Wo sind die Raucher hier? Hand hoch. Ihr wisst, dass ihr früher sterben werdet. Ne? Ich auch, aber hätte. Leider nicht, das ist nur Propaganda. Redet sich das ein. Ja, richtig. Aber wir wollen nicht über Rauchen sprechen, weil die leben eh nicht so lange, weißt du? Okay, ja. Sehr gut, auch falsch. Leute, wisst ihr, was schlimmer ist als Drogen? Kokain. Alkohol? Kokain, ja. Am besten, ey, weißt du was? Halt einfach deinen Bammel, Alter. Da kommt nur Kacke raus. Alter, Leute. Ihr werdet es nicht glauben, aber denkt mal jetzt darüber nach. Emotionen. Du denkst so, nein, das kann nicht sein. Gefühle, was Tolles. Nee. Da haben schon Kriege angefangen, wegen Gefühlen. Hast du Troja mal gesehen, im Film? Gesehen, ja? Weil da die Frau abgehauen ist? Haben so zwei Länder Krieg angefangen. Krieg! Mehrere tausend, aber tausend, hunderttausend Menschen sind gestorben. Ja, haben wir, oder? Wegen Drogen? Nicht so viele. Schauen wir uns gleich mal an. Am liebsten würde ich jetzt einfach Kaffee trinken und euch zuschauen. Das ist geil. Wer war denn bei dem Unterricht mal schon mal dabei? Wer hat denn schon mal das Thema Drogen schon mal gehabt? Wer hat Drogen mit dabei? Ey, wir sind ja am Bahnhof. Kann ja sein, weiß ich ja nicht. Okay. Dann fangen wir erstmal ganz easy ein, damit wir da reinkommen, okay? Ganz easy fangen wir jetzt an.
Ihr seht, ich ziehe mich immer weiter aus. Ihr dürft das gerne auch machen, weil die Temperaturen trotz Klimaanlage bei 25 Mann plus mich und plus Pascal. So eine Klimaanlage bringt nicht viel. Pascal, das hat nichts mit dir zu tun. Ich könnte ja jetzt euch machen. So, Kameraden, dann geht's los. Und zwar, das Erste, was ihr machen müsst, unter anderem, eins der ersten Sachen aus der Erste Hilfe, was gerade gefragt worden ist, ist natürlich ein Sehtest. Bei diesem Sehtest habt ihr solche Ringe. Ihr guckt in so ein Gerät rein und diese Ringe, die haben eine Öffnung. Das sind sogenannte, wie heißt die Dinger, Landolt-Ringe. Okay, so heißen die Dinger. Also die haben so eine bestimmte Standardgröße. Du guckst da mit beiden Augen rein und dann gibt es in diesem Gerät so Klappen. Erstmal die rechte Seite wird zugemacht, dann wird die linke Seite zugemacht, dann kannst du auch mit beiden Augen mal reingucken. Du musst halt dann mehr oder weniger fehlerfrei dann erkennen, wo die Öffnung ist. Wir spielen das mal durch und zwar direkt hier mit Wimpern. Ich mache es dir ganz, ganz einfach. Wo zeigt die Öffnung hin? Nach rechts. No. Obwohl, gestern bin ich durchgefahren. Nein. Nein, nicht? Nein. Komm, du lügst. Ich guck nochmal nach. Okay, ich glaub's. Super. Wer jetzt ein Problem hat, die Öffnung hier zu sehen, braucht gar nicht weitermachen mit dem Führerschein. Das ist Geldverschwendung, okay? Ihr braucht eher so einen Hund. So einen, mit, und dann noch so eine Binde mit drei Punkten. So einen Stock in Weiß. So. Also das ist relativ einfach. Natürlich wird es immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Mit dem rechten Auge, mit dem linken Auge. Und wenn alles geklappt hat, wunderbar. Wenn es aber nicht klappen sollte, dann musst du natürlich zum Augenarzt. Und dann musst du halt mit so einem Laserbohrer in dein Gehirn rein. Und ich habe keine Ahnung, was die da machen. Dann kriegst du auf jeden Fall eine schicke Brille. Okay? Alkohol. So? Einfach raus. Haut raus, ohne aufzuzeigen. Kotzen? Ja, kotzen ist auch. Ja, weiter. Assoziiert weiter. Weiter? Kater. Was? Kater, weiter? Das ist keine Wahrnehmung. Echt, das hat noch nie so lange gedauert. Was ist los mit euch? Weiter, ja? Nein, weiter, ja? Essen? Alkohol, sag ich, dass du assoziierst zu Essen? Alkohol? Okay. Weiter. Bitte? Was? Du bist der Hammermädchen! Hey. Gleichgewichtssinn! Leute, wenn du zum Beispiel so einen Besoffenen siehst, dann geht er immer so, ne? So geht er immer. Er taumelt. Warum? Weil sein Gleichgewichtssinn im Arsch ist, ist betäubt. Wenn du Alkohol getrunken hast, ist dein Sehsinn weg. Das heißt, du kannst dieses periphere Sehen, rechts und links sehen, ist weg. Du hast einen Tunnelblick. Ne? Wenn du zum Beispiel besoffen bist, ich weiß nicht, war jemand schon mal richtig besoffen? Hand hoch. Wer ist jetzt gerade aktuell besoffen? Nein. Wenn du zum Beispiel besoffen bist und bei McDonald's was bestellst, dann schmeckt doch irgendwie alles gleich. Das ist scheißegal, was. Hau raus, das, was du gerade hast. Schmeckt eh alles gleich dann, wenn du besoffen bist. Oder hören zum Beispiel. In irgendeiner Diskothek, du gehst da hin und sprichst irgendeinen Mädel an, bist total besoffen, die sagt ihren Namen, du hörst nur Piep. Wie willst du denn auf Piep antworten? Toll, oder was so? Macht keinen Sinn. Also besoffen jemand anspricht, macht überhaupt gar keinen Sinn. Es sei denn, die Person ist auch besoffen. Vielleicht klappt es dann, ich habe keine Ahnung. Wenig Erfahrungswerte. Okay, also die fünf Sinne. Gleichgewichtssinn, super. Kriegst, was du willst, bei McDonald's. Okay, kriegst einen Gutschein gleich von mir. Ja, für so eine ne, Leistung. Dann haben wir also sehen, hören, fühlen und riechen und schmecken. Okay, toll. Wenn ihr irgendwann mal irgendwo ein Bewerbungsgespräch führen solltet, braucht ihr vielleicht diese Information. Ich habe das nämlich tatsächlich letztes Jahr gehabt. Ich habe das im Unterricht so erzählt und im letzten Jahr, ich gehe durch die Stadt, durch Lünen und da kommt ein ehemaliger Fahrschüler, ich habe den noch so ein bisschen erkannt, er sagt, nein, ich sag, was ist los, habe ich irgendwas falsch gemacht, schulde ich dir noch Geld oder so. Nein, Alter, danke, sagt er, was denn? Er hatte ein Bewerbungsgespräch und derjenige, der das Gespräch geführt hat, hat tatsächlich so Fragen gestellt, allgemeine Fragen gestellt und hat genau diese Frage gestellt und er konnte die Frage beantworten, weil er diese Sachen noch aus meinem Unterricht noch im Kopf hatte. So, wie geil ist das denn? Hast du noch deinen Job? Nee, ich hab gekündigt. Aber war geil, dass ich da überhaupt angenommen worden bin. Ist so mega. Ein Stoppschild. Ein Verkehrszeichen, das total einfach ist, weil das, was du machen sollst, steht da drauf. Stopp! Es sei denn, man kann nicht lesen. Dann hast du ein Problem. Aber normalerweise weiß man das ja. Stopp steht da drauf. Der eins der häufigsten Gründe, warum Fahrschüler durchfallen, weil die am Stoppschild nicht anhalten. Warum wissen die das nicht? Natürlich, die wissen das. Aber warum machen sie es nicht? Ja?
Die Nervosität könnte ein Faktor sein. Haben wir Schwarzfahrer hier? Jemand, der schon Auto fahren kann? Also. Keine Sorge, ihr werdet nicht aufgenommen, nur ich. 1, 2, 3 Leute. Gut, ihr habt die Arschkarte gezogen, Leute. Nein, ich bin schwarz und fahre jeden Tag mit der Bahn und Bus. Also, ich bin schwarz und Fahrer, aber mit dem Ticket. Fahre mit Ticket, aber ich bin schwarz und fahre jeden Tag. Ich habe es gesagt. Meine Tränensäcke werden immer dicker, ich schwör's. Ich hatte so ein Thema mit der Polizei, wirklich. Okay, das kannst du der Polizei dann. An dieser Stelle, wir machen, du erinnerst mich gleich, dass ich hier weitermache. Okay, ich habe also gefragt, ob jemand schwarz gefahren ist. Okay. Den nehme ich nicht dran, der ist zu braun. Du bist nicht schwarz, du bist braun. In Klammern, erzähle ich jetzt eine folgende Geschichte. Ziemlich heftig. Wenn ihr erste Hilfe habt, gemacht, fertig habt, den Sehtest fertig habt, ein Passbild habt, einen Antrag bekommen habt hier von uns, dann geht ihr zum Straßenverkehrsamt, zum Beispiel nach Unna, geht ziemlich schnell, gibt die Sachen dort ab, okay, musst du hier und da ein bisschen was unterschreiben, musst bezahlen, knapp 45 Euro musst du bezahlen und dann dauert es ungefähr 2 Wochen. Manchmal eine Woche, manchmal 3, also durchschnittlich 2 Wochen, dann sind die Papiere bearbeitet und ihr bekommt einen Brief zurück vom Straßenverkehr, vom Kreishaus Unna. Da steht, hey, alles super, wir haben die Sachen bearbeitet und wir haben dem TÜV Bescheid gegeben, dass du in die Prüfung willst. 2 Tage später schickt der TÜV dir auch noch eine Rechnung, alles tutti. Das ist das, was normalerweise ist. Ich bekomme einen Anruf von einem Fahrschüler. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade hier ist. Das ist vor kurzem passiert. Und dann ruft er mich an. Mein Handy ist gerade nicht da. Da ist mein Handy. Ich habe auch schon Entzugserscheinungen. Ich gehe dran. Hallo, sage ich. Na, ich habe ein Problem. Ich sage, was denn? Ich warte schon seit 5 Wochen auf meine Papiere. Was ist denn los? Und ich so, ach du Schatz. 5 Wochen? Ey, 5 Wochen ist nicht normal, habe ich gesagt. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Vielleicht auch 3. Ich habe 2 genommen. Erste Möglichkeit, die haben dich vergessen. Die haben also die Papiere irgendwo da liegen. Kann sein, die sind vielleicht überfüllt und so. Ne? Und du bist da irgendwo, aber du bist da vergessen worden. So ein Stapel wird immer größer und du bist ganz unten. Kann ja sein. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, ich habe 3 Varianten genannt, die zweite Variante, du bist verloren gegangen. Das passiert manchmal leider auch. Von, sagen wir, 1 Million Fahrschülern, einmal, dass mal irgendwelche Papiere irgendwo verloren gehen. Okay? Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir die Papiere nicht abgeben. Sonst heißt es halt, die Fahrschule hat die Papiere verloren. Ne? Deswegen, damit will ich nichts zu tun haben. Ihr solltet die Papiere dort abgeben und wenn die es verlieren, dann sind die schuld, nicht wir. Und der dritte Grund, der Hauptgrund, ich habe gesagt, kann es sein, dass du in deiner Vergangenheit Scheiße gebaut hast? Der ist so 18. Kann es sein, dass du in deiner Vergangenheit Scheiße gebaut hast? Wo kommst du her? Aus Brambau ist er. Nee, nichts gegen Brambau. Ja, Brambau ist voll cool. Ich bin da aufgewachsen. Sag ich, bist du irgendwie im Mofa gefahren oder so? Ja, bin ich. Okay. Bist du schon mal Auto gefahren? Ja, ich bin auch schon Auto gefahren. Bist du schon mal schwarz gefahren? Also ich dachte, mit Autofahren und so weiter, Verkehrsübungsplatz, okay? Verkehrsübungsplatz kannst du ja fahren. In Recklinghausen zum Beispiel hat der ADAC ja so ein riesen Gelände, da kannst du kostenlos, ich glaube 12, 13, 14 Euro zahlst du, da kannst du dort üben. Bist du schon mal schwarz gefahren, habe ich dann gesagt. Dann sagt er, ja. Bist du erwischt worden? Ja. Und das war kein Schwarzer, Alter. Ja. Ach du Scheiße, habe ich gesagt. Ach du Scheiße. Ja, das ist die Erklärung. Ne? Wenn du nämlich schwarz gefahren bist, sagen wir mit Mofa oder Auto oder was weiß ich, Motorrad, ja, und bist erwischt worden von der Polizei, dann musst du, wenn du deinen Antrag gestellt hast, eine MPU machen, also einen Idiotentest machen. Einige Leute zum Beispiel mit 14 oder mit 15. Mit 15 fahren die ja Mofa und 25 km/h, die ist echt Kacke. Was machen die? Die nehmen so eine Bohrmaschine, halten das da rein in den Motor und das Ding fährt plötzlich 70. Und dann werden die erwischt. Und dann musst du auch eine MPU machen, medizinisch-psychologische Untersuchung. Du musst zum Idiotentest. Ich sag, Alter, du musst zum Idiotentest. Und der so, oh mein Gott, warum bin ich so scheiße? Weißt du, du Idiot, warum hast du das gemacht? Hab ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Du, boah, jetzt wartest du seit 5 Wochen, jetzt musst du da hingehen, das erstmal erklären, dann wirst du einen Idiotentest machen müssen, das kostet 500 Euro, dann wirst du vielleicht durchfallen, dann musst du zur MPU-Beratung, das kostet 200.000 Euro, dann machst du nochmal eine MPU, das kostet nochmal 500 Euro, das sind 3.000, 4.000 Euro. Und dann so, oh mein Gott, voll am Heulen am Telefon. Warum bist du nur schwarz gefahren? Da habe ich dann gesagt, der so, oh, so eine Scheiße, hätte ich mal ein Ticket gezogen. Ich war zu faul, ein Ticket zu ziehen, sagt er. Du bist mit dem Bus gefahren, ohne Ticket? Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? Oh.
Also du bist mit dem Bus gefahren ohne Ticket und das ist Schwarzfahren. Ja, genau, ja. Oh. Ich sage, ey, das ist keine, das meine ich gar nicht. Der war komplett am Boden zerstört, der hat fast schon Therapeuten gebraucht. Ne? Dann sagt er mir, dass er Bus gefahren ist, Alter, dass der Bus schwarz gefahren ist. Ich so, okay, alles klar. Alles wieder zurück, habe ich gesagt, lösch das, was ich in den letzten 3 Minuten gesagt habe. Geh da mal hin, die haben dich vergessen. Dann ist er da hingegangen, hat nachgefragt und es wurde dann sofort bearbeitet. Alles gut, okay? So, Klammer zu, Geschichte aus. Also woran solltest du mich nochmal erinnern? Genau, super. Die paar, die jetzt gerade aufgezeigt haben, glaubt ihr, die jetzt nicht schwarz gefahren sind, ich meine jetzt nicht Auto fahren können, glaubt ihr, dass die schwarz gefahren sind, also schon Auto fahren können, dass die schneller fertig werden als ihr? Unter Umständen ja. Also die meisten Schwarzfahrer, die erzählen da draußen, nee, was, das, ich konnte schon fahren, ich habe nur 3 Fahrstunden gemacht. Und dann habe ich sofort die Prüfung gemacht. Das erzählen die rum, das ist gelogen. Okay? Also unmöglich eigentlich. Und wenn ihr das jetzt hier, Kameraleute, also hier, Facebook-Leute, wenn ihr das immer noch behauptet, ne, dann, ich glaube euch das sowieso nicht. Unmöglich, dass man mit 3 Fahrstunden eine praktische Prüfung machen kann. Wenn du jetzt in deinem Freundeskreis sagst, ja, ich bin schon schwarz gefahren, ich habe 3 Fahrstunden, dann kommt der Nächste und sagt, 3, du Opfer, ich habe nur 1 gemacht. Dann kommt der Nächste und sagt, ich habe -5. Das ist total krank, die versuchen da, ne? Das geht gar nicht. Die Schwarzfahrer haben einen Vorteil, die können schon einigermaßen Auto fahren. Aber das alleine reicht nicht aus, um die praktische Prüfung zu schaffen. Es sind nämlich 3 Hürden, 3 Stufen. Und jetzt Achtung, 3 Stufen bis zur praktischen Prüfung. Die erste Stufe ist, du musst das Fahrzeug bedienen, am besten beherrschen können. Du sitzt so im Auto, nicht so, okay, das geht nicht, so im Auto. Wenn der Prüfer sagt, rechts abbiegen, oder wenn der Fahrlehrer sagt, rechts abbiegen, dann nicht das hier machen, so, sondern Spiegel, Spiegel, Blinker, Schulterblick, abbiegen. Und nicht so lenken, sondern so lenken. Das Lenken können die nicht, die können nur mit einer Hand fahren. Das muss erstmal da rein in the brain, das dauert. Verhaltensweisen anzutrainieren, oder genauer gesagt abzutrainieren, die man jahrelang gemacht hat, ist sehr, sehr, sehr anstrengend. 7-mal anstrengender oder 7-mal schwieriger, was Neues zu lernen, das Alte zu verlernen und was Neues zu lernen. Deswegen haben die also ein Riesenproblem. Kupplung kommen lassen, gleichzeitig Gas geben, das muss man alles lernen. Das ist die erste Stufe. Das lernt man, ist unterschiedlich. Die einen können es nach 2-3 Fahrstunden, die anderen können es nach 10-20 Fahrstunden. Das ist halt unterschiedlich. Wenn du das kapiert hast, und das können viele Schwarzfahrer schon, okay, das ist also, bis sie halt was Neues lernen, vergehen vielleicht auch nochmal so 4-5 Fahrstunden, dann haben die das auch drauf. Aber da kommt die zweite Stufe und das ist noch viel, viel, viel schwieriger. Die zweite Stufe ist, nach den Regeln fahren können. Rechts vor links. Wusstet ihr, dass es 2 verschiedene Sorten von rechts vor links gibt? Es gibt nicht nur rechts vor links, sondern es gibt 2 Varianten davon. Das musst du darfst sie nicht verwechseln. Oder eine abklinkende Vorfahrtsstraße. Wenn du keine Ahnung von einer abklinkenden Vorfahrtsstraße hast, egal wie geil du Auto fahren kannst, kommt einmal eine abklinkende Vorfahrtsstraße, fällst du durch, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Du fährst an einem Bus vorbei mit Warnblinklicht. Wie schnell darf man an einem Bus vorbeifahren, was an einer Haltestelle steht, mit Warnblinklicht? Schrittgeschwindigkeit, wenn du davon keine Ahnung hast, weil die zweite Stufe gar nicht erreicht worden ist, dann knallst du mit 50 dran vorbei und der Prüfer sagt, fahren Sie mal rechts an. Du so, hä, warum das denn? Du weißt gar nicht warum, okay? Und die dritte Stufe ist Erfahrung. Die meisten sagen, ja, dafür habe ich kein Geld. Aber wenn du das machst, zum Beispiel, da ist ein Fahrradfahrer, wie fährst du an einem Fahrradfahrer vorbei? Da ist eine Baustelle, da ist die Müllabfuhr, Polizei, gelbe Ampel, so eine Baustelle wie gerade zum Beispiel, landende Flugzeuge, UFOs, die angreifen und so weiter. Das sind so Erfahrungswerte. Wie verhältst du dich dann? Wenn du die 3 Stufen hast, dann bist du top ausgegangen. Okay, da machen wir aber jetzt nicht weiter, das werde ich dann später nochmal erklären, machen wir Klammer zu und dann geht's weiter. Okay? So. Schwarzfahrer haben das Problem, dass sie jetzt zum Beispiel besonders schnell lernen. Da ist ein Stoppschild, du hältst am Stoppschild an, so hast du es beigebracht bekommen, du hältst am Stoppschild an, 21, 22, ersten Gang, links gucken, rechts gucken, nochmal links gucken, so wie in der Grundschule gelernt, kommt keiner, dann fährst du weiter. Okay? Ein besonders guter, der würde das hier machen. Der würde langsamer werden, langsamer werden, langsamer, 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 langsamer. Der weiß ganz genau, ich Stoppschild, ich muss anhalten, ja. Langsamer, langsamer und denkt, dass er angehalten hat, aber er hat nicht angehalten. Das Fahrzeug rollt noch ganz langsam noch weiter. Er guckt aber schon, er macht den nächsten Step, er guckt schon mal nach links, nach rechts und er hat Pech, es kommt niemand.
Würde was kommen, müsst ihr anhalten. Das heißt, euch rollt noch. Er guckt, kommt keiner. Ersten Gang, zack, gib ihm, fährt weiter. Der Prüfer sagt, fahren Sie rechts rein, sind durchgefallen. Du sagst, nein, ich bin nicht durchgefallen. Der Prüfer sagt, doch, du bist durchgefallen. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Geht hin und her. Und ich sitze da so links oder rechts. Trink so meinen Kaffee. Die kloppen sich so. Ich hab angehalten. Nein, doch, nein, doch. Kennt ihr das? Warte kurz. Und irgendwann bemerkt er, dass ich noch da bin und dreht sich um zu mir und sagt, der Fahrschüler, der Prüfling, und da sag auch mal was. Ich hab doch angehalten, ne? Und an dieser Stelle muss ich mal sagen, hast du 21:22 gesagt? Und er so, fuck! Leute, deswegen, achtet da drauf. Anhalten. 21:22. Ersten Gang und dann gucken. Okay? Das ist immer noch besser. Zum Beispiel relativ schwache Fahrschüler, die also nicht so einen Ausbildungsstand haben, die machen das richtig. Die wissen genau, die machen das so Step by Step. Ne? Die werden langsam auch Stopp. Haltelinie, da ist die Haltelinie, ich muss anhalten. Jetzt habe ich angehalten. 21:22. Ersten Gang. Jetzt gucken. Die überlegen immer. Während der andere, der macht das ja alles automatisch. Okay? Dadurch überspringt er einen Punkt, nämlich das, was am wichtigsten ist. Anhalten, überspringt er und dann fällt er durch. Und dann ist er natürlich sauer, enttäuscht und wütend und kannst du machen nichts. Okay, Leute? Also, hört auf den Fahrlehrer. Das, was er sagt, ist richtig. Ihr seid ja, wenn ihr fertig seid mit dem Führerschein, in der Probezeit. Richtig? Wie lange geht die Probezeit? 2 Jahre. 2 Jahre. Wunderbar. Hat jemand bereits mit 16 einen Autoführerschein, einen Motorradführerschein gemacht? Oder hat jemand bereits irgendeinen Führerschein? Keiner fahrt euch einen Führerschein. Okay, wenn du 16 Jahre alt bist und hast einen A1-Führerschein, also Motorradführerschein, dann beginnt schon mit 16 deine Probezeit. Und wenn du 18 bist und einen Autoführerschein machst, dann bist du raus aus der Probezeit. Also die Probezeit kommt nur einmal und nur für 2 Jahre. Und das war's. Wenn du in der Probezeit bist, wie geht das mit Alkohol? Wie viel darfst du? Gar nichts. Jetzt, nada, nichts. Darfst du denn wenigstens Moncherie essen? Ja, Moncherie ist erlaubt. Aber nicht... Eine ganze Packung, eine LKW-Ladung. Nur vorher hat gesagt, Moscherie geht. Nein, geht nicht. Also ein Stück vielleicht eventuell. Ein bisschen Toleranz ist ein bisschen, aber übertreibt es nicht. Okay? Aber 0,0 bleibt einfach dabei, wenn du saufen willst oder Alkohol trinken willst, nicht Auto fahren. Das funktioniert einfach nicht. Okay? Oder du bist raus aus der Probezeit und musst ein bestimmtes Alter überschritten haben, damit du wieder trinken kannst und Auto fahren kannst, was ja eigentlich keine gute Kombination ist. Wie alt? Ja? 21, also älter als 21 musst du sein, okay? Dann ist wieder Alkohol erlaubt. Wir sprechen jetzt also nicht über die Probezeit oder jünger als 21, darüber sprechen wir nicht. Da wissen wir schon mal 0,0 Promille, maximal die Hälfte von einem Rocher. Was habe ich gesagt? Rocherie. Rocherie, ist das gut? Gut. Gucken wir uns mal diese Skala hier an, Ladies and Gentlemen. 0,0 ist das also, was du jetzt aktuell haben solltest. Weiß ich nicht. Wenn du 0,0 hast, dann brauchst du von nichts Angst zu haben. So. Jetzt haben wir ein bisschen vielleicht was getrunken. Irgendein Kollege hat vielleicht eventuell einen Geburtstag oder so und hat gesagt, hier komm, nimm mal Prosecco. Nimm die Flasche. Dann nimm mal Prosecco, du hast ein Schlückchen getrunken, noch ein Schlückchen, noch ein Schlückchen. Und du bist so irgendwo zwischen 0... Der ist auch ein bisschen besoffen hier. Zwischen 0 und 0,3 Promille. Okay? Bei 0,2, 0,3 Promille. Was passiert jetzt, wenn du von der Polizei angehalten wirst? Nichts. Genau, gar nichts. Da passiert erstmal nichts. Schreibe mal auf, wenn du also hier in diesem Bereich bist, passiert nichts. Nochmal, du bist raus aus der Probezeit, du hast mit der Probezeit nichts mehr zu tun. Okay? Du bist auch älter als 21. Die beiden Bedingungen sind top und da passiert erstmal gar nichts. Die nächste Grenze ist 0,5 Promille. Ja? Machen wir Folgendes. Wo sind die Kampftrinker hier? Kampftrinker, Kevin? Hätte ja sein können. Nehmen wir mal, Kevin, komm, du bist jetzt. Deinen Namen habe ich ja gemerkt, ich habe keine Ahnung. Kevin, deine Leber fühlt sich so an. So. Okay? Du bist also hart. In deiner... Als du ein Baby warst, hast du nicht Muttermilch bekommen, sondern Wodka hast du bekommen, okay? Du bist also, was Alkohol angeht, überhaupt gar kein Problem für dich.
Und du bist so, in, sagen wir mal, bei 0,4, 0,45 oder so und bist von der Polizei angehalten. Allgemeine Verkehrskontrolle. Du hast nichts falsch gemacht. Kein Unfall, bist nicht Schlangenlinien gefahren. Da passiert auch nichts. Okay? Also, da würde auch nichts passieren. Nix. Ah, weiß ich nicht. Wenn du zwischen 0,3 und 0,5 bist und du hast nichts gemacht, dann in den meisten Fällen passiert gar nichts. Keine Ordnungswidrigkeit, nichts. Bist du zwischen 0,5 und 1,1 Promille, dann, ja, was dann? Bitte? Kommt halt aber drauf an, ob die Polizisten das bemerken. Super. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder bist du auffällig gefahren, Schlangenlinien zum Beispiel, oder du machst einen Unfall, ne? Das ist also dieses auffällige Fahren, und deswegen ist die Polizei zu dir und hat gemerkt, oh, du riechst aber ein bisschen Alkohol, mein Freund, ein bisschen ordentlich getrunken, ne? Ja, ein bisschen habe ich schon. Dann hast du die Arschkarte gezogen, das ist nämlich ein Riesenproblem, also, das wäre also eine riesengroße Scheiße, okay? Wenn du also auffällig gefahren bist, ich mach mal so, auffällig, also Schlangenlinie, noch besser ist, Mauer so, es dampft. Schlangenlinien bist du gefahren. Oder es gab einen Unfall. Dann ist es ein riesengroßes Problem für dich, denn das ist, Ladies and Gentlemen, eine Straftat. Ein Riesenproblem. Okay? Wenn du aber bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden bist, der Polizist steht da, sagen wir, hier stehen so drei, vier Polizisten und die unterhalten sich so, pass auf, das dritte Auto ziehen wir raus, ja? So, ja, alles klar, machen wir. 1, 2, 3. Du bist Nummer 3. Und du bist so irgendwo bei 0,6, 0,7 zum Beispiel, weil du ordentlich Party gemacht hast. Und dann merkt er so, irgendwas stimmt mit dir nicht, puste mal, du pustest und dann bist du irgendwo hier und dann sagt er, oh, das war jetzt eine allgemeine Verkehrskontrolle. Wir haben sie also nicht rausgenommen, weil sie irgendwie verdächtig komisch Auto gefahren sind. Dann ist es was anderes, dann ist es eine OWI, eine Ordnungswidrigkeit. Eine Ordnungswidrigkeit klingt nicht nach viel, ist es auch nicht, relativ, wenn man viel Geld hat. Und zwar, wenn das einmal passiert ist, beim ersten Mal, zahlt man 500 Euro ein Monat Fahrverbot, ein Monat Fußgänger, hier wieder mit den gut riechenden Menschen im Bus fahren. Und 2 Punkte. Beim zweiten Mal, also lernst du nicht dazu, dann sind es 1000 Euro, ein Monat Fahrverbot und wieder 2 Punkte. Okay, du merkst schon, irgendwie verdoppelt sich das alles, ne? Hey, jetzt habe ich hier Pussy gemacht. So, und beim dritten Mal, dann sind es aber keine 2000, sondern 1500 und wieder hier so das Übliche. Das tut doch weh, oder? Also nach dem dritten Mal solltest du aber langsam gecheckt haben. Spätestens nach dem vierten Mal sagen die dann vom Straßenverkehrsamt, also irgendwas stimmt mit dem Typen nicht, der sollte mal langsam aber sicher mal eine NPU machen. Okay? Wir machen mal hier so ein bisschen Zaubern, zack, zack. Das machen wir ein bisschen kleiner, pack es hier unten runter. Tada! Okay, bis jetzt? Strafe, also wenn das dir schon weh tut und das ist nur eine Ordnungswidrigkeit, ich habe es extra blau gemacht und nicht rot, das tut schon weh. Wie teuer ist das hier wohl? Führerschein weg, Bußgeld. 5000 Euro, bist du erstmal los. Der Führerschein ist tot. Es ist nicht so, dass du jetzt einen Monat abgibst und dann wieder bekommst, wie bei der OWI, sondern die haben gesagt, dein Führerschein werden wir jetzt erstmal tot und vergewaltigen. Das Ding ist tot. Dann sagen die, dann sagst du, ja, aber wann bekomme ich denn meinen Führerschein? Wann kann ich denn meinen Führerschein nochmal machen, neu machen? Du musst deinen Führerschein neu machen. Dann sagen die, wenn du Glück hast, 6 Monate. Aber im Regelfall 12 Monate. Nach 12 Monaten gehst du zur Fahrschule und meldest dich an. Und dann die Fahrschule sagt, okay, alles klar, ich kenne dich ja, du weißt ja, wie es geht, unterschreib mal unten rechts. Und dann gehst du mit dem Antrag zum Straßenverkehrsamt, gibst es dort ab und dann sagen die, ja super, hast du toll gemacht. Aber wir glauben dir nicht, dass du clean bist,
mach erstmal eine MPU und ein Jahr Abstinenzphase. Schon mal gehört? Das heißt, du bist jetzt also ein Alkoholiker, okay? Das nächste fliegt auf deinen Kopf. Morgen. Blindfisch. Ja, gib her. Danke. Mein Gott. Okay. Also, Abstinenzphase bedeutet, das Jahr ist um. Ein Jahr lang bist du hier Bus gefahren oder Fahrrad gefahren oder zu Fuß. Hast du ein paar Kilo abgenommen. Das war schon mal gut, okay? Also ein bisschen vielleicht Geld gespart, weil du dein Auto abgemeldet hast. Aber jetzt willst du dein Auto wieder haben. Wie sieht es denn aus, wenn du keinen Autoführerschein mehr hast? Dann musst du zum Beispiel die Strecke von hier bis nach Dortmund, wenn du in Dortmund arbeiten würdest, würdest du mit dem Auto in einer halben Stunde da sein. Mit Bus und Bahn bist du in anderthalb Stunden da. Du verlierst beim Hinfahren eine Stunde, beim Zurückfahren nochmal eine Stunde. Im günstigsten Fall pro Tag zwei Stunden. Rechne mal den Tag, die du arbeitest. Das ist unglaublich viel Freizeit, was flöten geht. Deswegen, also, es ist schon mal eine Katastrophe. Dein Chef sagt vielleicht eventuell sogar, nee, ich brauche jemanden mit Führerschein, komm, hau ab, arbeitslos. Dann bist du plötzlich arbeitslos, hast deinen Job verloren. Das ist also eine Katastrophe. Alkohol und Autofahren, das passt einfach nicht, Leute. Okay? Und wer es beim ersten Mal nicht gecheckt hat, beim zweiten Mal nicht gecheckt hat, beim dritten Mal nicht gecheckt hat, der muss es dann halt irgendwie, der muss dann seinen Führerschein abgeben. Dann ist er einfach beratungsresistent. So, hier ist also eine Straftat, aber es geht noch viel weiter. Wir haben gesagt, das ist, wenn du auffällig gefahren bist. Das gilt dann aber auch interessanterweise für diesen Bereich hier. Drogen, ladies and gentlemen. Und zwar meine ich damit die illegalen Drogen. Illegale Drogen. Nimm nur mal welche. 3, 4, 5 Stück. Du fängst an. Ja, irgendwas. Crystal, was? Crystal, jawohl. Ich weiß nicht, wie man schreibt, deswegen schreibe ich jetzt einfach mal drauf los. Crystal. Tempus. Okay, gut, ja. LSD, wunderbar. Geiles Zeug. Weiter. Koks, jawohl, nehme ich auch. Okay, ja. Ecstasy, guck mal, das kann ich zum Beispiel gar nicht schreiben. Ich glaube, so oder so ähnlich schreibt man es. Ist egal, wen schreibt man? Bitte? Heroin. Jawohl, weiter. Ja. Crack. Nehme ich auch. Okay. Was ist am meisten? Die Holländer? Cannabis. Cannabis, okay. So, was noch? Haschisch. Ach komm, Haschisch auch noch. So, guck mal hier, ich habe hier so eine Aufteilung gemacht, wie ihr sehen könnt. Der Grund dafür ist, weil bestimmte Drogen bei Menschen fast immer die gleiche Wirkung haben. Fast immer. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn du jetzt Ecstasy nehmen solltest, Crystal Meth oder Koks, also nicht alles auf einmal, dass du nicht so eins davon nehmen solltest. Was für eine Wirkung hätte das auf den menschlichen Körper, auf dich? Ja? Kann schlechter sehen? Ja, also das Sehfeld verschlechtert sich. Sehfeld verschlechtert sich, okay, was aber allgemein, ja? Dopamin wird ausgeschüttet. Glückshormone. Das scheiß Gymnasium. Ja, richtig, genau, Glückshormone, aber. Sag mal davon, man kann auch eine Panikattacke bekommen. Ja, wir versuchen das jetzt einfach mal. Okay, ich habe hier ein bisschen Kokain. No. Und das mischen wir ein bisschen mit Ecstasy. Ach, das ist Spaß. Ich hau dir auf den Kopf. Ja, ohne zu. Alle, die ist süchtig nach Händen. Du musst immer ihr Handy rausholen. Das ist unglaublich. Ich mache gleich eine Aufnahme von dir, damit die gesamte Welt weiß, wie du aussiehst. Sucht die. Soll ich mein Handy noch schreiben? Ja. Nein. Ecstasy, Crystal, Kokain. Wie verhält man sich, wenn man Kokain genommen hat? Außer dass jetzt Sichtfeld, Dopamin, Mopamin und so weiter. Ja? Aufgewühlt? Aufgeputscht? Ja. Ja, wie King, ne? Das heißt also. Aufputschende Wirkung. Aufputschende Wirkung. Aufputschende Wirkung. Ich habe mal einen Typen gehabt, der kam hier in die Fahrschule rein. Total krass. Ich sitze hier, er kommt in die Fahrschule. Ey, Alter! Ich muss sofort meine Frau anmelden. Die muss einen Führerschein machen. Was muss man? Wo muss irgendwas unterschreiben? Nee, total so. Und ich so, ich wusste genau, Alter, der ist fertig. Dann musst du Folgendes machen. Also, setz dich erst einmal. Boah, ich habe so langsam gesprochen. Das muss für ihn wie Rückwärtssprechen gewesen sein. Also, ich komme
morgen wieder. Krass. Okay, also auch Putsch eine Wirkung. Was ist denn hiermit? Heroin, Meroin und so weiter, Cannabis, Joint, Moint, ja? Es ist eher so eine beruhigende Wirkung. Beruhigende Wirkung, ne? Genau. Beruhigende Wirkung. Okay, wie sieht es bei LSD aus? Also nie gehört? Ja, in Afrika gibt es sowas nicht. Was? Man fliegt so. Man denkt, dass man fliegt. Bunte Lichter, Halluzinationen, ne? Hat also eine halluzinogene Wirkung. Eine halluzinogene Wirkung, Ladies and Gentlemen. Wir werden jetzt nicht darüber sprechen, ob das jetzt was Gutes ist, was Schlechtes ist. Bei Epilepsie soll das hier gut sein, weil das soll, weiß ich, wer was konsumiert und so weiter, wie teuer das ist, wo man es kaufen kann. Das wisst ihr alle besser als ich. Müssen wir jetzt nicht besprechen. Fakt ist, dass all das hier Verbotski beim Autofahren, Ausnahmen, darüber will ich jetzt auch nicht sprechen, es ist verboten. Okay, Punkt. Wenn ihr jetzt mehr Informationen darüber haben wollt, auf YouTube gibt es 1000 Informationen darüber, aber das lernt man ja heutzutage in der Grundschule. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel. Pass auf, stell dir mal vor, das ist so eine Ecstasy-Tablette. Ecstasy? Ist ja auch Ecstasy. Nein, ist nur Traubenzucker. Ne? Könnt ihr gleich mal probieren, ist Traubenzucker. Gleich kommt jemand hier rein, so, der hat das auf YouTube gesehen, der hat Koks, Alter, voll, 100 Gramm, das sind 5000 Euro. Wir brechen ein, ey, braucht, das ist wirklich Puderzucker. Das glauben die mir jetzt nicht. Lies mal vor, kannst du lesen? Ja, für unabhängige, belebte Körper und Geist. Belebte Körper, das war nicht gut. Ja. Ja. Traubenzucker. 100 Gramm. Traubenzucker, nicht kommen, das ist, kannst du bei Amazon kaufen. Kostet, glaube ich, 2,50 Euro. Sonst kommen die wirklich an, die ganzen Süchtigen so, Zombies, so, die siehst gleich so an der Scheibe so ankennen, so, Stell dir vor, du hast das jetzt genommen, wir nehmen jetzt einfach mal so eine Ecstasy-Tablette. Folgendes kann passieren. Kann passieren, muss nicht passieren. Es gibt da unterschiedliche Theorien diesbezüglich. Eine Theorie, die mir besonders gut gefällt, deswegen erzähle ich auch gerne. Stell dir vor, du hast das Zeug genommen, hast jetzt ordentlich Party gemacht. Von Samstag auf Sonntag so ordentlich Party, okay? Du warst da richtig, du kannst zwar scheiße tanzen, aber da hast du gedacht, dass du gut tanzen kannst. Das Zeug wird ja von deinen Organen wieder zersetzt. Die Leber, Nieren, was weiß ich, alle möglichen Organe arbeiten dran, das Zeug wieder verschütten zu lassen. Doof ist nur, dass Teile davon, von diesem Zeug, vielleicht eventuell vom Fettgewebe, und ich habe ja so hier einiges so von diesem Zeug, ne, dass die so aufgenommen werden eventuell so. Zack, ist jetzt hier drin, in deinem Fettgewebe. Ja, ist so. Ist jetzt weg. Da drin. Schadet jetzt nicht. Schadet jetzt nicht. 2, 3, 4 Tage später, du denkst, alles klar, jetzt ist wieder alles gut, du fährst Auto und da passiert auch nichts. Ist ja alles wieder so raus. Du hast ordentlich was getrunken, also Wasser getrunken und so weiter. Alles raus, denkst du. Nein, das ist immer noch da drin. Wochen später, Monate später, du machst so eine Kackdiät. Du hast nichts gegessen oder sonst irgendwas, bist gerade auf der Autobahn und bist unterwegs. Und dann sagt dein Körper, nur ein bisschen Energie wäre jetzt nicht schlecht. Ich gehe mal jetzt an diese Fettzelle und löse die jetzt mal auf, sagt dein Körper. Und das Ding wird gerade aufgelöst. Und dann kommt dann Ecstasy wieder in dein Blut so und dann wandert es nach oben so. Während du so 150 auf der Autobahn fährst, so, das ging ganz normal so. Und dann so, wie der weiße Hai, kennt ihr das? Du so, wow, was geht? Und dann machst du, du fährst ein Auto. Wäre ein bisschen kacke. Also, Autofahren und Drogen, das ist nicht schön, Kameraden. Der macht das doch wirklich gut, der Önder, oder nicht? Richtig, bisschen mit Witz, bisschen lustig. Aber Hintergrund, wenn ihr richtig zugehört habt, die Formen oder beziehungsweise worauf der hinaus will, das kriegt er eben halt gut rübergebracht. Weil in den nächsten Fragen, die jetzt Sonntag auf euch warten, unter anderem, ich habe hier diese App natürlich dann hier auch. Zum Beispiel, ich frage jetzt mal ganz kurz, ein Kraftfahrer hat zu viel Alkohol getrunken und darf deshalb nicht mehr fahren. Wie kann er seine Fahrtüchtigkeit kurzfristig nicht wiederherstellen? Eins von 27 Fragen. Diese Fragen behandeln wir Sonntag. Ich suche mal irgendeins nochmal aus. Was können Drogen bewirken? Macht euch schon mal Gedanken. Oder welche Folgen kann die Missachtung von Müdigkeitsanzeichen nach sich ziehen? Was versteht man darunter? Gedanken machen bis Sonntag, da werde ich die gleichen Fragen mit den
richtigen und falschen Antworten stellen und dann könnt ihr entscheiden, was wahr oder richtig ist. Und dann, was haben wir noch? Welche Anzeichen warnen während der Fahrt vor aufkommende Müdigkeit? Und solche Geschichten. Und noch eins fiel mir gerade hier ein. Wann ist ein Drogenabhängiger zum Führen von Kraftfahrzeugen wieder geeignet? Leute, macht euch Gedanken darüber. Wie gesagt, nächstes Thema wird sein Risikofaktor Mensch. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon ein bisschen was dazugelernt und seid zahlreich Sonntag aktiv mit dabei. So ab 12 Uhr hatte ich mir gedacht. Und vorher kommt auf meinem anderen Kanal noch eine Busvorstellung C1, ein Citaro Gelenkwagen. Da habe ich mir auch ein bisschen Mühe gegeben. Von außen gefilmt, von innen gefilmt und und. Lasst euch überraschen, Leute. Guckt weiter, damit auch eines Tages ihr so einen Bus führen könnt, fahren könnt, weil ohne euch läuft gar nichts, denn ihr seid die Zukunft, Leute. Bis dann. Ciao.